So, da wären wir wieder. Mal eben natürlich ein bisschen im Inventar rumgedümpelt. Müssen jetzt aber mal gucken. Oh, ich weiß nicht, ob wir Respawn haben. Ich bin mal vorsichtig. Also diese Elementare waren alles andere als nett. Ich höre wieder so ein Vieh. Wir haben Respawn. Und Tatsache, wir haben echt noch so ein paar Elementare. Hallo. Oh ja, ich habe ganz vergessen. Du bist so ein komisches Mistvieh, was auch schießen kann. Das sagt er doch gleich. Oh, ich komme nicht weg. Aha. Okay. Haben wir aber. Ojemini, ojemini. Das nimmt ja jetzt gerade hier ein ganz anderes Ausmaß an. Ja, das war anscheinend nicht so das Klügste, was wir bis dato je getan haben. So, wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein, dass wir hier den einen oder anderen erstmal zu uns ranziehen und nicht direkt zwei Gegner bekommen. Komm rüber. Wow, wir haben den echt einen weiter weggeschleudert, ne? Sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Wiederum nicht so gut. Ja, komm, wir ruhen uns erstmal eben kurz ein bisschen aus. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht in den Kampf. Nein, sieht noch gut aus. Du bist am Verhungern. Warum seid ihr alle wieder am Verhungern? Warum? Wir haben noch genug Essen dabei. Isst ihr was, Schildkröte? Oh. Ja, ich sehe schon, ihr habt auch Hunger, ne? Ja, dann gibt's mal hier eine Runde Käse. Ich hoffe, euch schmeckt es. Gut. Ah, jawohl. Wir haben noch mehr Viecher. Okay. Auf geht's. Finde ich interessant, dass wir durch besondere Ereignisse jedes Mal neue Gegner auf der Welt haben. Die uns wiederum noch mehr Erfahrungspunkte bescheren. Ist da drin jetzt auch irgendjemand? Hallo? Nein. Bist du noch da? Klopf, klopf. Ja, du bist noch da. Hi. Oh, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich bei dem Jungen stehe. So, was haben wir denn noch für Gegner? Wir haben da hinten dich, genau. Du bist echt unangenehm. Da müssen wir mal gucken, wie wir dich jetzt gleich zu Fall bringen. War da jetzt noch eins? Nee, ne? Nee, erstmal so jetzt nicht. Okay. Gehen wir jetzt mal weiter unseres Weges. Wird schon schief gehen. Wir haben ja noch unseren Kristall hier um die Ecke. Wenn wir denn auch dazu kommen, diesen dann auch benutzen zu dürfen. So, bei dem hier brauchen wir aber den Zauber. Der ist irgendwie total wichtig. Das sollten wir schon hinkriegen. Schade, hätte ja sein können. Alleine auch der Weg bis dahin. Ach komm schon, hör auf damit. Ich muss dich doch nur einmal treffen. Komm rüber. Los, komm schon. Hast du uns gesehen? Ja, bleib da stehen. 33 Schaden. Oh, der ist aber auch schnell. Jetzt, nein, nicht hängen bleiben. Der kommt. Der kommt. Mach dir mal darüber keine Sorgen. Oder auch doch nicht. Findest du den Weg nicht? Hallo? Jawohl. Ich meine, das Schöne ja wiederum ist ja, wir kriegen die ja kaputt durch den besonderen Zauber, den wir gelernt haben. Wiederum muss ich mal gucken, ob wir die nicht auch irgendwie zu Fall bekommen mit normalen Zaubersprüchen. Oder halt mit anderweitigen Mitteln. Wir laufen ehrlich gesagt gerade ein bisschen falsch, ne? Kann das sein? Hier wollte ich mit uns ja noch gar nicht hin. Wir müssen wieder zurück. Weil es muss ja eine Möglichkeit geben, wenn man nur sich eine Gruppe erstellt hat aus, ich sag jetzt mal, Minotauren, Paladin und zwei Schurken oder so, dass man auch die Gegner dann wiederum erschlagen kann. Deswegen will ich doch mal eben gucken. Hallo, siehst du uns hier drüben? Komm, move doch einmal. Ach Mist. Oh, das war jetzt. Oh Gott, wo haben wir ne? Ja, genau bei ihm. Okay, das kann jetzt in die Hose gehen, aber machen wir uns nichts vor. Hi. Nee, null Schaden. Sag ich ja, das ist
äußerst uncool, wenn ich ehrlich bin. Wahnsinn, das kann doch nicht sein. Entscheid dich. Wow. Also, warum mache ich dem keinen physischen Schaden? Miss? Ich meine, klar, es ist irgendein Waldelementar oder wie man es jetzt immer schimpfen möchte, aber dass wir den nur mit diesem einen speziellen Zauberspruch nun mal vernichten können, erschwert die ganze Sache doch schon enorm, meiner Meinung nach. So, aber, wir müssen hoch, genau, wir müssen nach oben, wir müssen zu dieser Insel dort, genau, und wir haben noch die Archive, genau, wir sind noch überhaupt gar nicht fertig, fällt mir gerade auf. Haben wir jetzt hier auch neue Gegner, ist die Frage. Ich meine, man erkennt sie ja relativ schnell aus der Entfernung, vor allen Dingen durch die Geräusche, die sie so mitbringen. Nö, es sieht aber gut aus. Okay, wir müssen auf die andere Seite, ne, für den Meteor. Lass uns doch mal eben gucken. Aber ich finde, wir sind schon eine ziemlich starke Gruppe. Also es war nicht so verkehrt, dass wir jetzt das alles so gemacht haben, wie wir es jetzt machen. Oder uns für diesen Weg entschieden haben. Ich weiß nicht, für den Schurken hätte man vielleicht auch einen Paladin nehmen können. Einfach um extrem tanky zu sein. Ich meine, unser Minotaurus macht ja schon extrem gut Schaden. So, und es hieß, du hast gesehen, wo der Meteor gefallen ist. Und das hier müsste der Meteor sein, oder wie? Oder... Ich meine, lass uns doch mal eben gucken auf der Karte, wenn ich das denn so hinkriege. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen rausscrollen. Das wäre diese Linie hier. So, die Linie geht durch die Fallen, die Linie geht durch den Bereich, die Linie geht nach hier rüber und die Linie geht durch den oberen Bereich nach da. Okay. Merken wir uns einen Schritt vor uns, ja. So, und wo war... Jetzt kommt natürlich jetzt noch der schwierige Teil letztendlich. Wo warst du? Du warst hier. Rechtes Auge Meteor. Du gehst hier oben entlang. Durch dich. Alles klar. Durch dich. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Es müsste eigentlich genau hier oben sein. Jetzt ist die Frage, was bringt uns das, wenn wir nur die Wahl hätten zu buddeln? Ich denke mal, es ist irgendwas hier vergraben. Anders könnte ich es mir nicht erklären, dass wir hier überhaupt sonst irgendetwas finden. Deswegen grabe ich jetzt einfach mal. Denn irgendetwas wird es hier schon geben. Zumindest gehe ich jetzt mal stark davon aus. Wenn nicht, dann... Okay. Das ist natürlich auch interessant. Aha. Da ist er. Ein Meteorit. Okay. Ah, der Meteorit ist immer noch so heiß, dass es kaum möglich ist, ihn anzufassen. Was bringt uns das? Ich meine, was bringt uns ein Meteorit? Entweder ist es ein Erz, woraus man irgendetwas schmieden kann. Wir haben ja schon ein Meteoritenschild. Ja, Meteorschild. Es könnte eine Waffe sein, es könnte eine Rüstung sein, so wie aus alten, uralten Gothic-Zeiten. So nach dem Motto, finde das besondere Erz und schmiede mir etwas. Und ansonsten wüsste ich es jetzt nicht. Wir sind sonst bis dato nichts begegnet, wo wir einen Meteoriten brauchen. Es kann aber auch sein, dass der Meteorit aufgrund dessen, weil er so heiß ist, als irgendein Mechanismus halt freisetzen kann. Versteht sich. Selbstverständlich. Dadurch, dass ich sag jetzt mal, durch die Hitze wir etwas in Gang setzen können. Damit wir weiter unseres Weges natürlich kommen können. Wir haben noch die Pyramide.
Wir haben noch die Kristallminen. Wir haben aber noch. Hallo? Ist so dunkel. Wir haben aber noch das Archiv. Das Archiv geht sogar einfach nur hier weiter entlang. Ohne Teleporter, ohne was. Okay. Ich weiß nicht, ob wir bereit sind für die Archive. Ich will jetzt einfach jetzt mal gucken. Nee, du kannst in echt noch nicht sprechen. Warum auch immer. Ja. Oh. Oh. Dicker Rätselraum. Ist egal, wo ich drauf trete, oder? Hallo? The Storage, T. Uhunapala. Uhunapala, na. Afam Kaolamko. Das hatten wir schon mal gesehen. Das hatten wir schon mal gesehen. Wo ist unser Startgebiet? Hatte ich das nicht uns markiert? Nee, geh mal bitte ein nach oben. Wo war unser erster Tempel? Das war doch hier, ne? A-U-H-U-K-O. Das ist ein Code. Das ist eine Sprache, ein Code, wie wir uns hier über die Felder wahrscheinlich bewegen müssen. Oh, oh. Dietriche, Stärke oder Vitalitätstrank oder irgendwas anderes. Und was ist das denn? Eine Schusswaffe? Sieht aus wie eine Pistole. So, und dafür haben wir die Archive. Uhuna a enna lelame ana. Okay. Haben wir sonst irgendetwas anderes? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, weil ich hier irgendwie gleich irgendetwas aktiviere. Aber das haben sie sehr cool gemacht. Eine Geheimsprache in Game. Finde ich gut. So, dann, ja, hier können wir erstmal nicht weiter. So viel steht fest. Du hast nichts ausgelöst, wie immer. Schade eigentlich, aber nun gut. Dann wollen wir uns vorsichtig weiter umgucken. Es geht weiter nach unten. Okay. Ja, das ist doch nicht dein Ernst. I dare you. Yo. So. Hier ist eigentlich ganz gut, ne? Hier ist eigentlich ganz gut. Erstmal Trank. So, erstmal ganz langsam. Das kriegen wir schon hin hier. Na, willst du flüchten? Rattilein? Willst du? Aua, die halten schon gut was aus. Ah, die nächste Ratte. Sehr schön. Nee, so rum bitte. Ja, ich glaube, das mit den Schilden ist schon ordentlich. Oh. Ja. Stress mal nicht so rum hier, ansonsten gibt's den Hammer. Oh nein, Schusswaffen ist uncool. Durchaus. Jawohl, kommt weiter. Aua. Aua. Hauze weg. Du nimmst gleich bitte erstmal einen Trank. Jawohl. Dankeschön dafür. So, du bist out of energy. Kriegen wir... Nee, out of energy kriegen wir nicht nochmal hin. Aber du... Was wäre... War deine Spezialfähigkeit? Dass du den Dolch schmeißt, oder? Lass mal eben gucken. Wir haben es ja gemeistert. Powerful Lung Dealing Double Damage with High Accuracy. Okay. Gut. Sonst noch irgendjemand? Ich weiß nicht, was das Buch bringt. Gucken wir uns gleich an. Erstmal eine Runde schlafen legen. So. Wahnsinn, wie sich das Mana wieder auflädt. Was haben wir denn? Tome of Energy. Sehr schön. 25 Energie. Ja, ich bin dafür, dass du das bekommst. Obwohl, wie viel? Oh, du hast 80 Energie als Schurke. Das passt. Dann kriegst du erstmal hier deine 120. 260. Gut, gut. Throwing Knife brauchen wir nicht mehr. Wir haben Steine dabei. Nö, ist auf jeden Fall schon mal okay. Und wir sind natürlich jetzt irgendwo runtergefallen.
Wir haben zum Glück keine Verwundung abbekommen oder sonstiges. Was haben wir denn hier Schönes drin? Oh, Käse. Die Pellets, die können wir hier runterschmeißen. Den Sack, den kannst du erstmal mitnehmen. Du hast eh gerade einen regen Appetit, genauso wie dein Insektenfreund, dein Kumpane. So, gut. Dann gucken wir uns um. Was können wir hier machen? Wir können runterspringen. Ja, also wir haben mehrere Teleportale. Wo sind wir hier hingekommen? War das so schlau? Waren wir nicht zu gierig schon wieder? Nur weil wir ein Buch haben wollten. Ich meine, warum halt nicht, ne? Warum halt nicht? Ja, ich höre noch mehr. Irgendetwas, was mir nicht gefällt. Aber nun gut, gucken wir uns um. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen versteckten Schalter hier. Euch brauchen wir nicht mehr, auch wenn ihr eine gute Hilfe gewesen seid. Runterspringen tun wir jetzt selbstverständlich noch nicht. Das klingt eigentlich nach Skelett, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was uns dahinter erwartet. Und natürlich den Kristall, der uns wieder ein bisschen boostet. In dem Sinne Leben uns wiedergibt. Alles klar. Für unten und oben. Ist gebongt. So weit, so gut. Und ein Hebel. Okay. Wenn ich den Hebel betätige, dann kriegen wir bestimmt irgendwo durch irgendwas Ärger, oder? Oder erstmal nicht. Nein. Okay. Aber lass uns eben nochmal einen Blick runterwerfen. Irgendwas hier unten erwartet uns noch. Das heißt, wenn wir irgendetwas finden sollten, wo wir uns hinunterstürzen können, dann sollten wir dieses auch wahrnehmen, natürlich mit unserem Seil. Aber ich glaube auch, wenn es weiter hinunter geht, dann kommen wir nämlich genau in diesen Bereich, wo wir es rascheln gehört haben. Sehr gut. Zu groß. Der Raum. Da liegt etwas Moos. Hallo Spinnies, hallo Schleim, zumindest Flügeltierchen. Ja, ja. Ah, die musst du sogar erstmal reinnehmen, ne? Oh, noch mehr Essen. Das ist eigentlich ganz gut. Mampf dir den Käse. Die Kiste kann so lange hier bleiben. Da habt ihr auch noch Hunger. Ja, ich gehe eigentlich echt mal davon aus, dass wir die nochmal hier einfach mal auf volle Kanone mampfen lassen. Du isst das Brot. So, alles klar. Können wir eigentlich irgendwas mit der Lampe machen? Nee, ne? Hatte ich jetzt das letzte Mal gar nicht geguckt, aber ich sag jetzt einfach mal nein. Ah, ein bisschen mulmig ist mir schon. Hallo? Ach, oh, hast du mich erschrocken. War doch eigentlich wieder sonnenklar, ne? So, diesmal aber. Mein gutes Elementar. Haben wir zwei. Oh, das ist uncool. Also. Oh, das ist jetzt richtig uncool. Hoffentlich können wir den Tanz hier noch weiter tanzen. Einer muss sterben. So viel steht fest. Jawohl, einen haben wir auch. Ich sehe nichts. Wo bist du? Ah, okay. Ja, out of energy. Gut, gut. So, ja. Man merkt irgendwie deutlich, dass der Schwierigkeitsgrad langsam, aber sicher zunimmt. Und, ja. Dass man spätestens jetzt auch im Hard-Modus sich darüber im Klaren sein sollte, welche Gruppe man sich gebastelt hat. Aber ich bin immer noch ganz stolz auf unsere zwei Magier. Und deswegen bis gleich.